Probieren wir das Ganze nochmal. Muss ja irgendwie klappen. Nicht immer so dumm daneben springen. So. Nächster. Oh. Und jetzt die andere Seite. Sehr gut. Und runter. Hey, hoch. So, runter? Nee, hoch. Okay. Sehr gut. So. Und da kommen wir nicht weiter. Ne? Kommen wir nicht raus. Das ist ein Schlepper. Können wir sehen? Irgendwo ein Schuss. Ah, okay. Warte. Nochmal hochfahren. Ich springe direkt hier raus. Boah. Hart. Aber ich glaube, hier können wir wahrscheinlich rein. Sieht so aus. Genau. Und hoch. In die andere Richtung. Bäm. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, okay. Wir müssen noch einen Schlüssel finden. Und dann hilft es mir über diesen Schalter hier wahrscheinlich. Oder ja. So, hier ist nicht so viel. In die Schubladen mal gucken. Hier. Ah, geht nicht weiter auf. Noch Schubladen. Ein Schlüssel. I got the key, I got the secret. So, los geht's. Zurück. Na, aufschließen. So, dann helfen wir mal mit dem Schalter hier. Komm mal her. Ja, drüben bin ich. Danke. Ja, passiert gar nichts. Das ist, vielleicht ist das ja der... Hier sieht man, dass hier drin was passiert. Nee. Vielleicht ist das ja auch der Hohlschalter vom Fahrstuhl. Das heißt, wenn das der Hohlschalter ist, müssen wir wieder runterfahren nochmal. Sie kommt nicht mit rein. Kann ich die mitnehmen? Nee. Okay, dann müssen wir vielleicht mal von runter. Ist hier irgendwas passiert? Nee. Warte mal. Ich hab eine Idee. Ja, warte. Jetzt nochmal runter. Oh, wie dumm war das denn? Das war nicht der Plan. Das war überhaupt nicht der Plan. Nur gut. Mal machen. Man muss das Ganze nochmal machen. Das ist ja echt bescheuert. Ja, aber das machen wir jetzt ganz schnell. Versuchen wir zumindest. Alter, wollte ich da gerade runterspringen? Was war das denn? Ich glaube, wir müssen aufs Dach vom Fahrstuhl. Und das können wir nur machen, wenn wir den Fahrstuhl runterschicken und dann hier wieder hochklettern und oben den Fahrstuhl dann rufen und draufgehen. Das wäre so für mich die einfachste Methode. Probieren wir, ob das klappt. Ach, scheiße, wir müssen den ganzen Schlüssel noch holen und so. Ist auch ein bisschen blöd gemacht, oder? Dass man hier oben keinen Save Point hat. So. So, du bleibst jetzt hier. Wir gehen hier runter. Ah, wow. Gut. Richtig gesprungen ist er nicht. Ich wollte springen, aber der ist irgendwie nicht so richtig gesprungen. Na gut. Das müssen wir gleich wahrscheinlich auch schnell sein, denn der Fahrstuhl kommt ja hoch. Wir müssen drauf springen. Vielleicht werden wir auch zerquetscht. Kann natürlich sein, dass der einfach nach oben fährt und uns zerquetscht oben und das der falsche Dings war. Aber das wäre so die einzige Idee, die ich habe. Komm mal her. Okay, jetzt kann ich fahren. Ja, sieht schon mal gut aus, aber... Oh, oh. Schaut euch einer an. Na, was habe ich gesagt? So soll das gemacht werden. Und hier geht's raus. Oh, in die Freiheit. Oh, auf dem Dach.
Hui! Da hoch, oder? Ja, die Tür ist ja zu, da haben wir schon gedacht, wo die hoch muss. Hier oben drauf. Und? Ei, mit einem Hügel, aber da kommen wir nicht hoch, ne? Da kommt sie schon. Helfen wir mal hier hoch. Ich muss die Kurbel mal benutzen. Glaube ich zumindest. Aber der Kollege ist zurück. Ah, er ist zurückgekommen. Ah, okay. Wie kriegen wir rüber? Und dann? Okay. Sie steht da. Müssen wir wahrscheinlich... Oh, ich hasse diese Sprungpassagen, ne? Gut. So, und dann die Leiter hoch. Von der anderen Seite wahrscheinlich. Hey, runde Bärchen. Alles Klärchen. Besser geht's doch gar nicht. Aber da brauchen wir dich nochmal. Komm her. Machen wir eine Räuberleiter? Dann holen wir uns die Leiter da runter. Runterfallen hier. Von der anderen Seite hoch, ne? Von der Seite, tatsächlich von der Seite. Okay. Wir müssen schon aus dem Weg gehen. Super. Können wir auch hochklettern? Ja, okay. Rein. Mal gucken hier. Komm mal rüber. Okay. Oh. Ich muss ein bisschen aufpassen. Laufen. Jetzt kann ich. Okay, sowas nicht geplant. Ich muss ein wenig drüber. Ich bin durch. Was kann man hier machen? Ah. Okay, weil wir müssen doch bei der Tür stehen bleiben. Rückwärtskante oder so? Okay, pass mal auf. Komm mit. Ich bleib hier direkt bei der Tür stehen. Ich habe ja irgendwie Glück. Was passiert hier nicht? Nee, das ist weder Glück noch was Gutes. Das ist das Problem, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Mach doch die Wind hinten stehen, oder? Nee. Aber. Die Tür aufschieben, los, halt mit. Ah, okay. Ja, das müssen wir auch mal wissen. Mann, Mann, Mann. Ich hätte ein paar tausend Tode. Lauf! Ab und zu ist es ein bisschen träge beim Laufen. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Das kommt. Aufstehen und laufen. Okay, so war es auch nicht gedacht. Ah doch, okay. Ich habe mir schon gerade gedacht, dass es doch irgendwas stimmt, was er nicht. Oh nein! Unser Kumpel ist eingeklemmt. Okay.
Können wir hier raus? Ja, komm. Ich helfe dir. Gut? Ich hoffe. Wäre sonst ein bisschen traurig, wenn es dir jetzt nicht so gut geht. Komm mit. Komm mit. Huch. Da hinten geht's, kann man auch rein, glaube ich. Okay, hier ist ein Fernseher. Ach, hier ist so ein Fernseher, wo wir so einen kleinen... Ah. Wir müssen uns einmal kurz den beugen. Das machen wir jetzt. Und für den Geheimnis mal näher kommen, worum es überhaupt geht. Guten Dinge sind drei und mit drei sind wir auch drinne. Und jetzt lauf! Wir kommen dieser Tür ja auch nie näher, ne? Wir suchen es immer und dann reißt uns Six ja, glaube ich, da so ein bisschen raus, ne? Kann das sein? Obwohl, ich glaube, diesmal kommen wir ein bisschen näher sogar als sonst. Yes! Ich kriege die Tür auf! Kommen wir da hin? Sieht nicht schön aus. Oh nein. Immer so knapp davor, die Lösung zu sehen. Und dann wird man da weggezogen. Oh, da kommt jemand raus. Ja. Du bist nicht schön, da laufen wir lieber weg. Wer ist er denn? Schnell, komm hier längs. Hier rein. Nee. Wir müssen irgendwo verstecken. Okay, das war zu spät. So schnell habe ich nicht versteckt. Oh. Okay. Und lauf. Wir müssen unter Bett verstecken wahrscheinlich. Sie versteckt sich ja auch da unter dem Tisch, glaube ich. Sie? Oh ja. Guck mal, die Bilder an der Wand zeigen auch den Mann, oder? Ach, jetzt sehen wir mal diese, die wir eingesammelt haben. Das heißt, der Typ kommt immer und schnappt sich die. Okay. Das ist ja nicht nett. Aber weißt du, was gut ist? Genau hier ist der perfekte Zeitpunkt, aufzuhören. Und beim nächsten Mal weiterzumachen, freue ich mich schon drauf.
sehr spannend gerade, muss ich sagen. Wirklich sehr spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde es ja bald erfahren und ihr auch. Also, bis dahin. Tschüss.